Ein Massenwettkampf auf schlechten Pisten. Es ist eines der ungewöhnlichsten Abfahrtsrennen der Welt. Der Weiße Rausch in St. Anton am Arlberg in Österreich. Am 21. April treffen sich hunderte Skifahrer und Snowboarder an der Seilbahnstation Valugagrad in rund 2650 Metern Höhe. Diese Aufnahmen aus früheren Jahren des Tourismusverbands St. Anton geben einen Eindruck des Rennens, das alljährlich zum Saisonende stattfindet. Vor den Teilnehmern erstreckt sich eine 9 Kilometer lange, unpräparierte Strecke und eine ganze Reihe von Hindernissen. Mit einem Massenstart beginnt das Riesenspektakel im Schnee. Die Wintersportler stürzen sich in zwei Gruppen von rund 250 Fahrern in den weißen Hang. Kurz nachdem der Wind den Fahrern in voller Fahrt eisig ins Gesicht geschnitten hat, folgt das erste Hindernis, der Schmerzensberg. Diesen Berg müssen die Rennfahrer aufwärts bezwingen. Das Rennen startet erst um 17 Uhr, wenn der eigentliche Pistenbetrieb eingestellt ist. Der Schnee ist dementsprechend schlecht. Sieger ist, wer zuerst St. Anton erreicht. Die schnellsten kommen erfahrungsgemäß nach etwas mehr als 8 Minuten im Ziel an. Die letzten 9 Rennen gewann Paul Schwarzacher. Der Extremskiläufer arbeitet auch als Trainer für den österreichischen Skiverband. Erlaubt sind neben Alpinskiern bei der traditionellen Mischung aus Wettkampf und Spaß auch alle anderen Wintersportgeräte wie Snowboards oder Telemark-Skier. Das sind Bretter, die über eine spezielle Bindung verfügen, die die Ferse freilässt. Am Wettkampftag überträgt der Tourismusverband das Spektakel per Livestream.